Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ihr kennt das sicherlich in euren neuen Excel-Versionen, wenn ihr Excel startet, dass Excel standardmäßig immer hier in dieses Auswahl-Start-Menü reinstartet. Und das ist ein bisschen ein lästiges Verhalten. Schauen wir uns also an, wie du diese Einstellung verändern kannst und künftig direkt ohne dieses Auswahlmenü dein Excel starten kannst. Das Ganze geht hier unten los in den Optionen. Und wenn du dann hier im Abschnitt Allgemein runter scrollst, wenn du hier bei Startoptionen diese Einstellung Startbildschirm beim Start dieser Anwendung anzeigen, deaktivierst und mit OK bestätigst, startet Excel künftig direkt mit einer leeren Arbeitsmappe. Schöner kleiner Tipp für deine Arbeit in Excel, um künftig direkt in einer Arbeitsmappe die Arbeit beginnen zu können. Wenn dir dieses Tutorial gefallen hat, hinterlasse einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal. Gerne kannst du den Link in deinem Netzwerk teilen. Bis zum nächsten Mal.